Die wissen auch, die lernen bei mir nichts, nicht wie in der Musikschule dieses Instrument, sondern ich habe auch den Eltern erklärt, es geht mir um das Zusammenspiel. Das ist eigentlich das Ziel. Und wenn das Kinder können, dann haben wir in der Grundschule schon viel erreicht. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lugard Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche in diesem Podcast mit ganz verschiedenen Gästen, wie man so richtig gut Musikunterricht macht. Mein heutiger Gast ist Andreas Schell. Andreas Schell ist Rektor an einer mittelgroßen Grundschule in Baden-Württemberg und studierte berufsbegleitend Musikwissenschaft und Pädagogik in Heidelberg. Er ist seit vielen Jahren aktiver Musiker, betreibt ein Tonstudio und rief vor über 10 Jahren eine Grundschulrockband mit Schülern der 2. bis 4. Klasse ins Leben. Auf dem Poppig-Kongress, der vor einiger Zeit in Wolfenbüttel stattfand, gab Andreas Schell Seminare zur Bandarbeit in der Grundschule. Und dort habe ich auch mit ihm gesprochen. Er erzählt mir, welche Rhythmussprache er entwickelt hat und wie er sie benutzt, wie und warum er gemeinsam mit den Kindern Songs schreibt und warum er eigentlich überhaupt keine Coversongs macht. Du machst viel Bandarbeit in der Grundschule. Und mich interessiert total, wie gehst du den Prozess einer Liederarbeitung an? Wie gehst du vor? Kannst du den Prozess mal beschreiben? Ja, also die Bandarbeit ist ja, wie du schon sagtest, ein Steckenpferd von mir. Das war immer ein großer Wunsch, schon seit ich im Studium war eigentlich schon. Habe ich immer das Gefühl gehabt, die Sekundarstufe hat immer so Bandarbeit und habe ich auch begleitet in meiner Ausbildungszeit. Aber die Grundschule hat sowas nicht. Und dann dachte ich, das muss doch auch in der Grundschule möglich sein. Und dann schaute ich, was für Möglichkeiten es da gibt, wie man in der Grundschule mit Band Instrumentarium arbeiten kann und war verwundert, dass das doch relativ einfach ist, dass man bei der Grundschule das leicht einfügen kann. Und der Prozess gestaltet sich so, dass wir, wie auch heute im Seminar gezeigt, da Vorübungen machen, rhythmische Art. Das sind die ersten Übungen. Das heißt, die lernen bei mir eine Rhythmussprache. Was ist eine Rhythmussprache? Es gibt ja in der Musik viele, in der Literatur findest du viele verschiedene Arten von Rhythmussprachen. Ich habe eine eigene Rhythmussprache und die verwende ich mit den Kindern. Und die trägt auch für den Prozess bei, sodass die einfacher mit den Instrumenten spielen können. Wenn sie das können, dann brauchen sie noch den Fokus auf, ich spiele was, muss aber gleichzeitig hören, was der andere spielt. Und dazu machen wir auch ganz viele Übungen im Unterricht. Und erst wenn das so, wenn ich das Gefühl habe, okay, das Setting stimmt, und dann kommen die Instrumente ins Spiel. Du sprichst aber von deiner Rhythmussprache. Würdest du die verraten? Oder ist das eine Geheimsprache? Ich habe die ganz, also das sind die ganze Note, die halbe Note, die vierte Note und die achte Note. Mehr Notenwerte verwende ich nicht. Alles andere wird komplex für Kinder und wird nur verkopft und dann sind die nicht mal bei der Sache richtig. Deswegen die vier Notenwerte. Ich habe für die ganze Note Tu, vier U's. Für die halbe Note Tu, zwei U, zwei Schlagnote. Für die vierte Note Ta und für die achte Note Ti. Ah ja. Kannst du einen Rhythmus vormachen? Genau. Also der einfachste ist dann, Ta, 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 Ta. Dann steigen wir uns mit Tu, Ta, Ta. Und dann kommst du Rhythmen wie Titi, Ta, Ta, Titi, Ta, Ta, Tu, Ta, Ta, Titi, 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 Titi. Ah ja. Und das lernen die und damit können die dann auch arbeiten. Und wenn wir das immer aufschreiben, dann sind sie irgendwann von selbst bei dieser Notenschrift, bei dieser Rhythmussprachenschrift und setzen das auch so um. Und dann, Songwriting mache ich ja heute nicht im Seminar, kommt das Songwriting dann in der Band, wo wir dann eben an diese Rhythmussprache und darunter dann die Töne setzen und gucken, was kommt denn da raus, wenn ich bei Tu, Ta, Ta, C, D, D zum Beispiel als kleine Melodie setze. Gefällt uns das? Passt das? Können wir das vielleicht aneinander fügen? Können dann Töne ab, Töne auswechseln? Das ist dann die erweiterte Sache, wie man Lieder komponiert dann mit Kindern. Das klingt so, als würdest du jetzt richtig mit der Band komponieren und ja, Gar nicht bekannte Songs nachspielen. Covern. Nee, ich spiele keinen einzigen bekannten Song. Warum nicht? Weil ich, das habe ich mal gemacht auf dringenden Wunsch der Kinder. Also wenn Kinder, so wie Bettina Voigt sagte,
Finde ich gut. Bettina Künzel hat vorhin darüber gesprochen, dass man die Impulse von den Schülerinnen und Schülern mitnehmen sollte, so in die Richtung. Genau, genau. Bin ich ganz bei ihr. Mhm. Genau, und ich bin der Meinung, das ist ganz schwierig, wenn man einen Song covert, wie es so schön heißt, weil dann die Erwartungshaltung beim Publikum eine bestimmte. Der Song klingt in meinen Ohren, so habe ich ihn im Radio gehört. Und er wird gesungen von Mark Forster. Genau. Ich muss Mark Forster hören. Richtig, genau. Sonst ist es kein... Ja. Genau, und ich habe ja Zweit- bis Viertklässler bei mir und ob die das die Erwartungshaltung dann erfüllen können, das ist dann immer die Frage. Oder ob das Publikum sieht, das sind ja Grundschüler, die da spielen und die können das nie so umsetzen, wie das im Studio von den Größen da, die du genannt hast, produziert sind. Ja. Von daher bin ich dann immer im Austausch mit den Kindern und sage ihnen das auch. Und ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, wir haben ein paar Songs da schon gemacht, AC/DC, ja, dass die dann merken, okay, das Englische könnte ein Problem sein, weil ich das nicht richtig aussprechen kann. Und ein Problem könnte noch sein, ich kann das nicht spielerisch so richtig rüberbringen. Und es klingt dann auch nicht. Und das ist dann bei den Kindern meistens die Erfahrung, nee, das, also wenn frustriert. Wir das, genau, wenn wir das so spielen, dann will ich das eher nicht spielen. Ja. Und dann komponierst du. Genau, deswegen dann die eigenen Songs, weil die kennt ja keiner und das ist nur unseres. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, ich hatte so im Vorfeld, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, wie du zum Beispiel Songs vereinfachst. Das ist ja oft ein Thema in Grundschulen. Ein komplexer Popsong oder ein halb komplexer Popsong muss noch mehr vereinfacht werden, damit Schülerinnen und Schüler das irgendwie spielen können. Aber das Thema können wir ja dann eigentlich direkt aus den deinen genannten Gründen auslassen. Aber total spannend, das Komponieren, da können wir auch, würde mich super interessieren, wie das so vonstatten geht. Also ihr komponiert Text, Musik? Ja. Was zuerst? Also meistens, das ist ja, habe ich auch mal in der Puppe geschrieben, was kommt zuerst, der Text oder die Melodie? Und bei den Kindern ist es, habe ich festgestellt, ist es so ein Konglomerat, da ist es was zusammen. Die haben irgendwas im Kopf, entweder eine Textzeile oder eine Melodie, also summen dann dabei oder pfeifen das. Und dazu sprechen sie dann eine Textzeile. Hm. Wie das Sommer ist schön, der Sommer ist schön, der Sommer, der Sommer, der Sommer ist schön. Ganz lapidar gesprochen, also so. Und mit dem kommen sie dann zu mir meistens. Also gute Schüler, die haben schon mal einen ganzen Text geschrieben. Also eine ganze DIN A4-Seite. Gibst du da sowas vor, dass es sich rein muss oder so? Oder? Nee. Komplett frei. Und dann singt mir die Schülerin oder der Schüler das vor, wie das meint. Und ich mache mir da kurz Notizen, was ich schon höre, wie das zusammenpassen könnte. Und dann stellen wir das den anderen vor. Die singen das dann vor den anderen oder stellen das vor oder spielen das vor, wenn es am Klavier ist, mit so Zweifingersystem. Oder wenn es am Schlagzeug ein Rhythmus ist, spielt er das vor. Und dann ist das natürlich eine demokratische Entscheidung, indem die Band dann zusammen entscheidet, gefällt uns das oder gefällt uns das nicht. Und wenn es gefällt, dann arbeiten wir damit weiter. Und wenn der Prozess stockt, dann kommt natürlich ich dann wieder ins Spiel und sage, ich habe einen Vorschlag für euch, spielt es euch mal vor. Das improvisierst du? Genau, dann habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht und dann spiele ich es dann vor. Und wenn die sagen, ey, klingt cool, dann wird es genommen. Wenn die sagen, nee, das gefällt uns nicht, dann lassen wir es weg. Kommt das häufig vor, dass du mit deinen Vorschlägen kommst? Ja, schon, weil die natürlich in ihrem Songwriting-Prozess noch nicht diese Silben auf diesen Rhythmus bringen können. Und dann sage ich, ey, ihr habt jetzt so einen langen Satz mit 10 Silben und der soll auf diesen Rhythmus passen. Der Sommer ist schön. Entweder ihr müsst ganz schnell sprechen und singen oder wir müssen irgendwas kürzen. Wie können wir den Satz, den ihr sagen wollt, eben anders gestalten, kürzen, prägnanter machen? Hast du da Methoden, die du empfehlen kannst? Wie man einen, ja, man kann sich das so vorstellen, eine Zweitklässler oder eine Zweitklässlerin oder ein Zweitklässler haben eine tolle Idee, haben irgendwie einen langen Satz und du denkst so, nee. Und dann ist es ja auch irgendwie wichtig, dass man denen das Gefühl gibt, genau, es wird wertgeschätzt, also, aber du veränderst es noch, wie machst du das? Genau, also wir haben dann so eine Systematik, indem wir den Songtitel, also einen Arbeitstitel dann haben, um was geht's in dem Song. Und wenn dann keine Ideen mehr kommen, wie man das verkürzen kann oder wie man das in das rhythmische Maß reinbringt, dann machen wir auch so ein Brainstorming,
Was gibt es alles zu dem Thema? Was besteht da? Und du schreibst mit. Genau, ich schreibe dann die Ideen mit. Manchmal setzen sich auch die Kinder in verschiedene Ecken im Zimmer, schreiben erst mal für sich so Beispielsätze. Und dann kommen wir wieder zusammen und jeder stellt die Sätze vor und gucken dann, was dann passt. Und wie gesagt, das ergibt sich dann. Wenn sich gar nichts ergeben sollte und der Satz aber so wichtig ist, dass wir ihn auch nicht streichen können, dann bin natürlich dann ich wieder im Spiel und mache wieder einen Vorschlag und die Kinder stimmen darüber ab, ob das passend ist oder eben nicht. Wie groß kann man sich so eine Bandklasse vorstellen? Oder ist es eine Klasse? Im Moment habe ich... Oder ist es eine AG? Das ist jetzt eine AG, das ist jetzt eine spezielle AG, wobei ich ja gesagt habe, die Instrumente sind bei mir auch im Musikunterricht drin. Wenn wir einen Song machen, irgendein Lied, auch passend zu den Jahreszeiten, dann kommt die E-Gitarre auch ins Spiel. Oder das Keyboard und das Schlagzeug ist meistens eigentlich immer dabei. Bei Volksliedern, bei traditionellen Liedern, wie auch bei Pop- und Rocksongs. Also du hast auf der einen Seite bist du im normalen Musikunterricht, im Regelmusikunterricht und du hast als Nachmittagsprojekt die Band AG. Genau, und da habe ich jetzt so circa 40 Kinder immer. Und in der Band AG? In der Band AG. In einer Band? Ja. 40 also mein, Kinder. Das besteht aus, also diese Band besteht aus 40 Kindern. Und man muss es vorstellen, das ist so ein rollierendes System. Weil ich habe die Kinder ja nur höchstens 3 Jahre. Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4. Ja. Länger habe ich die ja nicht. Also muss ich mit der Zeit irgendwie haushalten, sodass das Projekt bestehen bleiben kann, ich aber trotzdem bühnenreif bin mit den Kindern und muss dann so einen rollenden Wechsel immer durchführen. Und die Kinder sind dann eingeteilt in bestimmte Gruppen, die suchen sich ein Instrument, die haben Probestunden, also da können sie alles testen, was sie wollen und dann legen sie sich fest für ein fokussiertes dann liegen die Instrumente aus. Genau. Die wissen auch, die lernen bei mir nicht wie in der Musikschule dieses Instrument, sondern ich habe auch den Eltern erklärt, es geht mir um das Zusammenspiel. Das ist eigentlich das Ziel. Und wenn das Kinder können, dann haben wir eine... Mit was für Tricks arbeitest du auf der E-Gitarre und so? Hast du da irgendwie Open-Tuning, Drop-D und dann nur die tiefen 3 Saiten? Richtig. Und die anderen mit Taschentuch abgeklemmt? Genau. Ja. Und dann mit Farben oder wie oder mit Noten? Oder wie? Nee, ich habe dann die Bündezahlen mit 2, 0, 4, 5, 7. Und dann stehen die auch drauf? Richtig, genau. Ich habe dann so ein Tabellensystem für die Kinder. Da steht oben steht der Bund und unten steht dann der Rhythmus, was sie spielen müssen. Weil sonst müssen sie das 4-mal schlagen, 3-mal schlagen, 2-mal. Der steht dann drunter, sodass sie das ja dann lesen können und sich erinnern können, was haben denn da geprobt. Und dann, das funktioniert dann recht gut. Wie viele von diesen 40 Kindern, würdest du sagen, hat privat Musikunterricht? Wenige? Sehr wenige. Also ich denk mal, wenn's von den 40 4 sind, ist viel. Ja, okay. Also es ist schon so, es ist nicht so, dass die privat Instrumentalunterricht haben, die Band ziehen, sondern es gibt es ja häufiger mal, ich habe das öfter mal beobachtet, dass öfters in Musik auch nicht so ist, dass die Kinder, die ein Instrument schon beherrschen, außerhalb der Schule gelernt haben, dass die oftmals also Musikunterricht ziehen. Bei mir ist es umgekehrt. Das heißt, die kommen zu mir, kennen das nicht, das Instrument, kommen dann aus der AG raus zu den Eltern und sagen, ich will das lernen. Und dann gehen sie in den Unterricht. Und dann gehen sie in den Unterricht. Ja. Das kam jetzt schon sehr, sehr häufig vor. Und ich habe da in Sinsheim da eben eine Kooperation dann mit der Musikschule und mit so einer privaten Schule. Das ist von so einer großen, überregional bekannten Coverband. Und die haben sich da so eine kleine Musikschule gezimmert und da gehen viele Kinder hin. Okay. Die ich dann hinschicke und dann sind wir da auch im Austausch und sage, hey, ich schicke dir einen Sänger und wenn du den formen kannst, bin ich froh. Und die kommen dann auch teilweise mit Wissen dann wieder zurück, die sie dann natürlich auch in der Band anwenden. Was ist das häufigste Instrument, was gewählt wird? Bei den Jungs definitiv Schlagzeug und Gitarre. Also Schlagzeug ist fast noch etwas mehr als Gitarristen. Und bei den Mädchen ist klar, ist Gesang. Ja? Ja, ich habe wenig Sänger leider. Ich hatte mal einen, aber den haben die Mädchen dann verkrault. Oh nein. Ja. Aber die finden sich dann meistens in Schlagzeug und Gitarre. Und die Mädchen sind dann, das zweite bei den Mädchen ist Keyboard. Und was sie gleich haben, ist Bass. Wobei Bass ist das, da muss ich immer drum werben.
wie wäre es denn mit dem Instrument? Das ist nicht so im Fokus der Kinder. Aber dann doch beeindruckend, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich, es geht halt so im Körper. Wenn du jetzt mal vor einem Amp stehst, dann ist so... Genau, und manchmal sagen sie dann auch selbst, das ist einfacher für mich. Mhm. Wobei diese Seiten so dick sind. Ne? Genau. Die müssen die natürlich aufs Griffbrett drücken. Ja. Das spüren sie auch. Und nach 2-3 Stunden sagen sie auch mir immer, dass sie Blasen haben. Da sage ich, that's life, that's rock'n'roll. Dafür ist es das nächste Mal nicht so schlimm. Haut wird dann Hornhaut. Genau. Ja. Und spielst du auf dem Bass mit mehr als einer Seite? Oder machst du nur so eine tiefe Ebene? Das habe ich heute auch diskutiert. Ich lasse das meistens... Hast du bei Bass die D-Seite dann auch? Also sowohl als auch. Ich hab's jetzt noch bei mir sind die das System mit dem normalen Tuning gewohnt, in E. Ja. Aber ich habe jetzt einen Bass für morgen in D gestimmt und einen lasse ich in E. Und dann können die morgen auswählen, ob sie mit einer Seite spielen wollen oder ob sie... die ganzen Seiten spielen wollen. Hast du Erfahrungen gemacht, womit Kinder leichter klarkommen? Ob sie leichter damit klarkommen, E-Seite und A-Seite zu spielen oder ob sie lieber auf der E-Seite weite Wege gehen? Genau, das ist das Problem. Ich habe die Erfahrung gemacht, das geht sowohl als auch. Mhm. Und die Kinder, die ich jetzt im Bass schon hatte, die haben das exzellent gemacht und konnten das auch mit der normalen Stimmung umsetzen. Das Problem dann ist dann nur beim Konzert, also wenn wir ein Konzert von einer Stunde spielen, was für Kinder also sehr viel ist, wenn die eine Stunde lang Musik machen auf der Bühne und so 10 Songs haben, ja. Das ist enorm Arbeit und dann spüren die auch schon und sagen, oh, das ist ja echte Arbeit, das ist ja gar kein Spaß mehr. Sondern, ja. Mhm. Mit 40, du sagst, die Band hat 40 Kinder, ist es dann so, dass in der einen Woche... die dran sind, in der anderen Woche die? Oder genau, ich habe die eingeteilt in Gruppen. Das heißt, Gitarristen, Bassisten, Sänger, Keyboarder, Schlagzeuger. Dann sind die auch in Klassen eingeteilt. Und dann kommen die Gruppen im rollierenden System immer. Und dann ist pro Woche, wie viele sind dann da? Pro Woche sind es dann 4 Gruppen, die ich dann sehe. Und du betreust alle 4 Gruppen? Genau. Das stellt mir den Anfang ganz schwierig vor. Also wenn man die erstmal... dass den anderen nicht langweilig wird, den anderen 3 Gruppen, wenn du jetzt der ersten Gruppe das und das erklärst? Ja, das Schwierigste ist bei den Schlagzeugern, weil natürlich das Schlagzeug ist, hast du nicht in der Anzahl wie jetzt Gitarren. Wie viel hast du? Gitarren habe ich 2, das ist dann immer gut, das kann man dann immer paarweise machen und Bass und Bässe habe ich auch 2, aber Schlagzeug habe ich nur 1. Und da muss ich dann immer halt mit anderen Schlag ins Instrumenten wie Kongas und so weiter, dass die eben da beschäftigt sind und das Gefühl haben, sie sind dabei. Ja. Das wird dann mitverwendet. Das ist ja auch aber tatsächlich eine Vorübung fürs Schlagzeug wahrscheinlich, ne? Definitiv. Aber dann, natürlich ist dann die Motivation, ich will doch nicht Konga oder so. Ich mag doch das spielen. Mhm. Aber dann sage ich immer, klar, aber du siehst, wir haben nur 1. Und klar kann man das Schlagzeug auch teilen. Das sind ja Einzelinstrumente und die Hi-Hat dem und die Kick und die Snare dem. Aber da ich in der Schule mit E-Schlagzeugen spiele, ist es dann auch wieder schwierig. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, du komponierst mit der ganzen Gruppe einen Song, aber trotzdem ist dieses rollierende System, da sind ja immer, also und diese 4 Gruppen sind da. Genau. Wie kommen die dann zusammen? Dann gibt es noch die Besonderheit von der Auswahl. Das heißt, von den 40 Kindern wähle ich dann die Kinder und stelle mir eine Band zusammen, die live dann auch auf der Bühne steht. Mhm. Hat den Faktor, dass die Motivation dann natürlich steigt, in diese Band zu kommen. Und natürlich auch, dass ich sage, wir rollieren. Das heißt, nicht der jetzt noch nicht bühnenreif ist, heißt ja nicht, dass ich den nie nehmen werde, sondern der hat dann die Motivation, eben bühnenreif zu werden. Und wenn der so weit ist, dann nehme ich den auch auf Auftritte mit. Ja. Und dann reise ich da schon mal mit 20 Kindern auf einen Auftritt. Und dann teilen wir das vorher ein. Ich sage denen, welcher Song spielt welcher Bassist, welcher Song spielt welcher Schlagzeuger. Das ist dann eingeteilt und dann spielen wir so das Konzert. Und was sind dann die Kriterien, wer in die Band kommt? Rhythmussicherheit, wer kann auf andere hören, wer hat die Gabe, wenn er mal rauskommt, nicht zu verzweifeln, sondern gucken, wo sind die anderen jetzt, wo muss ich einsetzen. Und das Letzte auch, er muss Spaß dran haben, wenn da 100 Leute stehen, dass man dann auch nicht sagt, ich will das nicht,
sondern sich darauf freut, vor den 100 Leuten spielen zu dürfen. Ja. Also das merken dann einige Kinder schon, dass sie sagen, ich will das hier in diesem Rahmen machen, in dem Zimmer, aber vor 100 oder 500 Leuten ist nicht ihr Ding. Will ich nicht machen. Okay. Mhm. Und du machst ja noch anderen Musikunterricht? Wir sprechen jetzt gerade nur über die Band AG. Genau, das ist jetzt das besondere AG-Projekt an meiner Schule. Ich würde gerne mal von dem Pädagogen Andreas Schell die Frage beantwortet bekommen. Warum denkst du, sollte jeder Schüler oder jede Schülerin in einer Band spielen? Ich weiß nicht, ob das jeder Schüler oder jede Schülerin sollte. Das ist so ein, das muss ein inneres Gefühl sein. Ich weiß nicht, ob das jeder sollen müsste. Das ist so eine freie Entscheidung. Natürlich schaffe ich da Motivation, wenn ich im Unterricht außerhalb von den AG-Stunden die Rockinstrumente mit einsetze. Dann werden die angeködert und fragen mich dann, ob sie den dann auch mal mitmachen können. Ja. Das schon. Also demzufolge bin ich mir nicht sicher, ob das jeder machen müsste. Aber siehst du eine Entwicklung bei denen, die es machen? Ja, definitiv. Von der zweiten in die vierte? Was siehst du da? Also, die sind musikalisch sehr weit. Die sind rhythmisch sehr fit. Mhm. Die können dir Rhythmen also vom Blatt abklatschen, also nachklatschen, vom Blatt weglesen. Und das... Mit der Rhythmussprache oder, oder mit der nee, die Notenschrift. Also die Notenschrift. Plus und dann die Silben. Klatschen die dir den Rhythmus vor, wie das geht. Also die Notenschrift, die traditionelle plus die... Die haben Sprache. Die zwei halben, vier Viertel, dann kommen acht Achtel und die klatschen dir das in den Rhythmus vor. Ja. Und das können, behaupte ich jetzt nicht viele Grundschüler, wenn die nicht darauf getrimmt sind, sowas zu können. Nee, nach der vierten ist es schon besonders. Genau. Ja, und das zeichnet die dann halt auch aus, dass sie das dann auch können. Mhm. Und in den weiterführenden Schulen berichten sie mir dann immer, dass sie da schon gegenüber den anderen schon sehr weit sind, was das Klassenmusizieren betrifft. Dass sie da schon viel mehr Kenntnisse haben als andere Kinder. Was würdest du dir wünschen, was die in der weiterführenden Schule ihren Mitschülerinnen und Mitschülern erzählen würden, wie ihr Musikunterricht, ihre Band AG war? Die berichten eigentlich durchweg nur Gutes. Also die erzählen den weiterführenden Schulen dann natürlich. Und das Beste, das Geschickteste ist, wenn dann die weiterführende Schule auch so ein Projekt hat, was meistens gegeben ist an Realschulen, Gymnasien. Aber was möchtest du konkret, was die dann gelernt haben? Also wenn die von der vierten Klasse abgehen, wenn du sagst, okay, weiß ich nicht, hier sagen wir, Alex geht ab ans Gymnasium und du bist erfüllt und glücklich, wenn Alex das und das kann. Was würdest du dir da wünschen? Dass er zum einen Spaß dran hat. Also das ist die Grundvoraussetzung, das sage ich den Kindern auch immer wieder. Ihr müsst da mit Freude dran gehen. Und natürlich müssten die, also würde ich mich freuen, wenn sie das Zusammenspiel, dieses Gefühl haben, dann dieses Grundmetrum in sich fühlen. Und das haben und dann halt noch diese Techniken, wie eben die Rhythmensprache dann können. Ja. Klingt so, als würdest du viel mit Rhythmus arbeiten und eher weniger mit Tönen. Das kommt vielleicht, weil ich Trommler bin. Schlagzeuger bist, ja. Genau. Ich denke, daher kommt es. Ist es dem geschuldet, dass ich da mehr auf Rhythmus zähle als an Melodien oder Töne. Ja. Und wie präparierst du deine Bandinstrumente noch? Ein paar praktische Tipps. Gitarre hatten wir schon. Bass? Bass, wie gesagt, nur auf der E-Seite spielen, wenn man es auf D runterstimmt. Schlagzeug, wie gesagt, präferiere ich E-Drums für Grundschüler, weil diese akustischen brauchen ja, damit sie klingen, eine recht spezielle Dynamik. Und da muss ich als Mensch
oder als Spieler schon wissen, wie behandle ich diese einzelnen Instrumente, damit sie auch den richtigen Klang erzeugen. Und da habe ich mit Kindern schon oft Versuche gemacht. Und die haben mir nicht gefallen und dem Kind auch nicht so ganz. Okay. Und mit dem E-Schlagzeug, egal wie das Kind das trifft, es hat den gleichen Klang, weil halt das Sample ertönt und das klingt halt immer gut. Wobei, wenn ich live spiele, dann habe ich die Schlagzeuger ja dabei, sind dann meistens 2 oder 3 Stück innerhalb dieser Mannschaft, die ich vorhin beschrieben habe. Und dann spielen wir ja meistens, weil das sind meistens Coverbands und wir spielen dann als Supportband. Und dann spielen wir auch über ein akustisches Set. Und dann setze ich die Kinder meistens dran und ich bereite sie im Vorfeld darauf vor, dass wir ein akustisches Set haben. Dann stelle ich das den Kindern ein. Also ich baue es dann denen so um, dass sie da an alles perfekt drankommen können. Das E-Set wahrscheinlich ähnlich dann. Genau, das ist dann ungefähr auch so tief und so weiter. Und stelle den Hocker richtig ein, sodass sie auch bequem sitzen können dran. Und dann mache ich mit denen einen Soundcheck. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also wir können das erstaunlich gut umsetzen auf dem A-Set. Ja, also meine Erfahrung. Und ein Pluspunkt beim E-Set ist auch, dass du es einfach leise drehen kannst. Genau. Und günstiger in der Anschaffung vielleicht sogar auch, ne? Obwohl, gibt es solche und solche. Wenn du ein Roland E-Set hast, das ist auch nicht ganz... Genau, also das ist ungefähr die gleiche Preisklasse. Ja. Du hast gerade eben schon angesprochen, dass du dann das einstellst, wenn die zum Beispiel ein bisschen kleiner sind und so. Das ist auch noch so eine Frage von mir. Manchmal sind die SchülerInnen zu klein für die normalen Bandinstrumente? Also ich stelle mir so einen Zweiklässler vor, kleinen Finger auf einer Gitarre oder was? Was machst du dann? Genau, also Besonderheit ist, noch eine ist, das sind Short-Scale-Bässe und Short-Scale-Gitarren. Das heißt, die Mensur, die Gitarrenhalslänge ist kürzer als normale Gitarren. Und die Breite auch? Genau, die dicke, die, ja. Die dicke, wie man sagt, Griffbreite. Die Griffbrettbreite. Genau. Ja. Genau, und damit können die recht gut umgehen. Okay. Ja, das ist auch gut. Das ist ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so eine Dreiviertel-Gitarre wahrscheinlich. Oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Also damit, Schwierigkeiten ist dann, wenn du so eine zierliche Zweitklässlerin hast. Und wenn die dann stehen, also die dürfen auch manchmal sitzen, aber meistens spielen die im Stehen, um sich daran zu gewöhnen, weil auf der Bühne sitzen wir ja auch nicht, sondern das Gefühl halt zu haben, wie schwer ist denn so ein Gerät. Und das ist dann manchmal ein Faktor, dass manchmal nach 10 Minuten die Kinder sagen, das ist mir zu schwer, das Instrument. Das ist das Einzige, aber das müssen wir dann halt trainieren und gucken, wie man das dann machen. Und wenn es wirklich so wäre, dass das Kind nach 2, 3 Liedern da zusammenkratzen sollte, aufgrund des Gewichts, dann tauschen wir halt das und machen das rollierende System. Okay, ja. Was würdest du sagen, sind so die Lieblingsthemen, über die geschrieben wird, wenn man Songs komponiert? Textlich? Ja, das oberste Thema ist Freundschaft. Ja. Immer. Dann kommt Familie und drunter kommen dann auch schulische Themen wie Streit, Ärger, die ganzen Dramen, die man in der Pause hat, das sind die Themen. Also unsere Songs gehen immer eigentlich um Freundschaft. Mhm. Und achtest du drauf, wenn das jetzt zum Beispiel das Thema oder du oder die Kinder, wie auch immer das dann passiert, wenn das Thema des Songs jetzt Freundschaft ist, dass es dann eher instrumental so klingt und wenn es so ein Wutstreitthema ist, dass es instrumental so klingt, ganz plakativ, beim Wut macht man die Zerre an. Richtig. Und bei Freundschaft spielt man eher was dumm-di-dumm. Genau. Das sind so Sachen, die bringe ich den Schülern ran. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass Kinder sagen, wenn das Thema so gestaltet ist, und oder diese Gefühle erzeugt, dann muss ich die auch auf den Instrumenten natürlich so darstellen, damit man das authentisch spüren kann. Das habe ich noch nicht festgestellt, dass Kinder das machen. Die sind froh, wenn sie die Töne treffen an der richtigen Stelle. Aber das sind dann die Feinheiten, wenn wir den Song spielen können und dann gehen wir auch an die klangliche Geschichte und machen dann eben die Verzerrung an und spielen den Teil vielleicht ganz anders oder schreien auch mal und singen nicht, wenn es dann so Stellen gibt. Okay. Ja. Ja, spannend. Was war der letzte Song, den ihr gecovert habt? TNT von AC/DC. Richtig mit dö, dö, dö. Genau.
Wollten die Kinder unbedingt mit englischem Text. Richtig, mit englischem Text. Ja, und die wollten dann auch, dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es euch mal machen. Und das waren dann Kinder, die waren von ihren Eltern bandmäßig schon vorbelastet. Also die Eltern waren Bandmusiker und die haben das natürlich dann mit ihren Kindern zu Hause geübt. Und dann waren die sogar alleine auf der Bühne. Also ich bin ja immer mit auf der Bühne dabei. Ich spiele mit, ich spiele Gitarre mit und ich bin der Bandleader und bin dann auch und gebe dann auch Einsätze. Oder wenn der Keyboarder nicht mehr die Töne weiß, dann stehe ich auch schon mal neben dem Keyboard und flüster ihm dann die Töne zu. Ja, okay. Genau. Und da, bei dem Teil bei AC/DC, da waren die Kinder alleine auf der Bühne und haben das gefeiert. Also es war sensationell. Und der Funke ist auch übergesprungen beim Publikum. Die haben das dann auch gefeiert, wie die Kinder da oben stehen. Und das war mal, da waren wir, das war eine Gruppe, die waren vor 8 Jahren bei mir in der Schule. Da waren wir Support von Glass Palin Spiel. Und da wollten die das spielen. Man hat gesagt, wir sind jetzt Support von Glass Palin Spiel. Wir haben ein Zeitfenster von 20 Minuten, welche Songs wollen wir spielen. Dann haben wir das festgelegt und sie wollten auch TNT. Okay, traut ihr euch alleine zu 6 oder 7 waren es, glaube ich, alleine das zu machen? Ja, machen wir. Ich sage, okay, ihr wisst aber, das ist eine große Halle. Glasperlenspiel, ja, riesig. Genau. Ein paar tausend Leute oder was? Da waren die noch nicht so, das okay. War in den Anfängen, das war 2011, 12, 13, so war mal das. Das war eine Halle, da waren, glaube ich, 500 Leute. War schon groß trotzdem. Und wir hatten, die kamen abends und um 6 war Glasperlenspiel angekündigt und wir haben um 4:30 gespielt oder so. Und von daher waren da vielleicht 150 Leute. Aber auch schon. Ja. Für die Kinder. Nicht nur für die Kinder, auch für, ja, für uns eins. Und es war, Alter, das muss ich mir noch erzählen, das, ja, war eine Bühne, habe ich noch nie erlebt. Das war eine Bühne, die ist aus dem Boden nach oben gefahren. Wow. Also mega. Hast du mal da unten gestanden und dann... Genau, also die Bühne, die auf Knopfdruck sind die Kinder dann mit der Bühne. Das ist natürlich für die Großen. Hammer. Also ich habe gesagt, ey Kinder, sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass man in der Bühne nach oben fährt. Wow. Krass. Nee, habe ich noch nie erlebt. Ja, ja. Das war so ein Hightech-Kulturzentrum und die hatten dann sowas. Kriegst du Reaktionen von KollegInnen oder Eltern auf deine Bandarbeit? Gibt es auch mal negative? Ja, klar. Was wird das gesagt? Ist eine Profilneurose von mir. Mhm. Und der macht es nur, weil er sich da profilieren will. Von KollegInnen oder von Eltern? Nee, von Eltern. Also Kollegen sind durchweg positiv und finden es gut, wenn die Schule nach außen hin so ein Bild abgibt. Musik ist auch bei uns neben dem Sport, hat einen großen Stellenwert. Aber du stellst dich doch gar nicht vor die Klasse. Also wieso sollte es eine neue Profilneurose sein? Weiß ich nicht. Du stehst ja nicht da, die Kinder stehen ja da. Richtig, keine Ahnung. Ich stehe nicht als Erster in vorderster Front, sondern ich verstecke mich ganz hinten irgendwo, ja, und versuche nicht aufzufallen irgendwie. Ja. Und bin halt nur dabei, damit die Kinder eine Sicherheit haben, damit sie die Songs da präsentieren. Kommt das häufig vor, dass du so... Das sind jetzt die krassesten. Das sind die krassesten, ja. Ja, ja. Aber eigentlich positiv. Genau, also durchweg. Also ja, ich habe dann eben auch immer Eltern als Roadies dabei. Ach, cool. Die müssen dann natürlich... Das ist witzig, dass es mal so rum ist, dass die Eltern die Kinder... Genau, sagen. Genau. Also wir sind dann immer mit so einem Tourbus unterwegs, also wirklich ein Bus, wo dann die Eltern drin sitzen, wenn jetzt kein Corona ist, und die Kinder drin sitzen und unten sind die Instrumente drin. Und die Eltern müssen dann mir helfen, die Instrumente dann in den Bus einzuladen, wieder auszuladen, auf die Bühne zu tragen. Werden von mir instruiert, welches Kabel kommt wohin. Also die sind schon relativ fit jetzt im Roadie-Dasein, wissen, wie man ein Kabel aufwickelt. Ja, cool. Und so Sachen. Ja. Auch eine coole Dynamik von den Eltern und den Kindern. Was dazu, genau, die Kinder haben nur die Aufgabe, Herr Schell, nicht ansprechen, wenn wir am Aufbau sind. Und erst dann kann man Fragen stellen. Ja. Weil die fragen dann gleich, wo stehe ich? Ja, klar. Und die sind auch aufgeregt. Wo bin ich? Wie oft habt ihr so Auftritte, wenn jetzt nicht in diesen Corona-Zeiten? Also, wir sind relativ viel unterwegs. Also im Jahr sind es schon zwischen 10 und 12 Auftritte. Und wo? So? Das ist bei uns, also ich sag mal, wir sind ja Sinsheim, nee, von Heidelberg. Ja. Und es ist also so 20 bis 30 Kilometer. Okay. Radius. Ja, schön. Wir haben in diesem Podcast immer so Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde mir wünschen, dass du mir
ein paar Fragen beantwortest. Okay. Erste Frage, Led Zeppelin oder Beethoven? Led Zeppelin. E-Bass oder Stabspiele? Stabspiele. Klassik oder Free Jazz? Klassik. Roter Teppich oder Fußballrasen? Roter Teppich. Und dann würde ich gerne, dass du diesen Satz für mich beendest. Und damit beenden wir auch diese Folge. Musik ist für mich Leidenschaft. It's my passion. Vielen Dank. Gerne. Das war ein Gespräch mit Andreas Schell, aufgenommen auf dem Poppy-Kongress in Wolfenbüttel. Da konnten wir endlich mal wieder live und in echt Workshops gemeinsam machen. War total schön. Unter sehr strengen Hygieneregeln. Es hat alles wunderbar geklappt. Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr auch wieder, in diesem Jahr auch wieder möglich ist, dass 2022 uns mehr Gelegenheiten dazu gibt, auch mal in live wieder Kongress machen zu können. Ja, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt zu Themen, die in diesem Podcast mal besprochen werden können, dann meldet euch gerne unter podcast@lugert-verlag.de und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Finn.